Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zum Ringpodium, einer Talkshow aus Leipzig im Studio 3. Ich begrüße auch sehr herzlich die Gäste hier vor Ort, die relativ zahlreich erschienen sind bei einem nicht ganz einfachen Thema. Auf meinem Podium habe ich Gäste eingeladen, zu meiner Rechten Herrn Wethjen, Pressesprecher des Gospelforum in Stuttgart. Sie sind im Verkauf tätig einer größeren Firma. Herr Dr. Reinhard Steinbruch, Unternehmensgruppe Stimmo und auch Mitarbeiter der FEG am Ring. Ich habe hier Frank Martin, den Pfarrer der Evangelischen Studentinnengemeinde in Leipzig, und Herrn Frank Heinrich, langjähriger Leiter der Heilsarmee der neuen Bundesländer und auch im Deutschen Bundestag tätig. Schön, dass Sie erschienen sind, dass Sie gekommen sind. Danke auch für die Anreise, die teilweise weite. Musikalisch wird uns durchs Programm führen Martin und Martha May. Sie leiten eine Musikschule und sind auch Mitglieder in der Andreaskirche in Leipzig. Wir werden heute über das Thema Mission unter richtiger Flagge diskutieren, reflektieren, kommunizieren. Das mutet ein wenig militant an, der Titel, und bezieht sich auch auf einen wiederum militanteren Titel unter dem Motto Mission unter falscher Flagge, radikale Christen in Deutschland. Die Sendung wurde ausgestrahlt am 4.8. dieses Jahres auf dem ARD. In dieser Sendung wurden evangelikale, charismatische Gruppierungen beleuchtet, Gemeinden unter die Lupe genommen, und um in irgendeiner Weise sektiererisches Verhalten nachzuweisen. Es ging hier um geistlichen Missbrauch, um emotionalen Missbrauch. Es kamen diverse Opfer zur Sprache. Themen wie Grenzüberschreitung und geistlicher Missbrauch ist etwas, was man vielleicht auch eher in die katholische Ecke drängen möchte, und dennoch muss es beäugt werden unter den evangelikalen Christen. In der Sendung wurden geistliche Gemeindeleiter beim Namen genannt, die aber unter den evangelikalen Christen doch genannte Größen sind und meist auch sehr charismatische Leiter, zum Beispiel Gabi Wendland, Peter Wenz und Walter Heidenreich. Diese haben Stellung bezogen zu dieser Sendung. Es gab doch hier und da größere Wellen, die es geschlagen hat. Und wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Weshalb wird diese Sendung jetzt wieder erwähnt, die ja nun 22.30 Uhr über die Kanäle ging? Es ist so, dass viele Zuschauer denken werden, damit habe ich nichts zu tun, es ist doch eine Randerscheinung, ich bin auch kein Christ. Warum muss ich da irgendwie eine Meinung mir darüber anhören? Es ist so, dass Gemeinden in offiziellen Institutionen leben. Das heißt also, eine Gemeinde ist eine offizielle Institution. Es findet nicht im Wohnzimmer statt, sondern hier geschieht es im öffentlichen Bereich. Das heißt, der Einfluss der Christen in der Gesellschaft und in der Wirtschaft, der ist da und der ist groß. Und deshalb müssen wir darüber reden. Außerdem ist es so, dass in dem Moment, wo Opfer da sind, geistlichen oder emotionalen Missbrauch erlebt haben, auch das rechtfertigt allein schon, selbst wenn es nur 2, 3 wären, was es nicht ist und was es nicht sind, so rechtfertigt es dennoch eine Sendung und auch ein darauf Eingehen auf die Gefahren im geistlichen Bereich. Wir hören jetzt ein Lied von Martin und Martha May. So.
was the light of man, and the light shine in the darkness, and the darkness comprehended it not. He was the true light, the light that comes into the world and shines on everyone, everyone. Der Vorwurf der Journalisten und auch der Opfer, die in dieser Sendung zu Wort kamen, sind Machtmissbrauch, Grenzüberschreitung oder auch gar Geldgier, indem man auch schlecht unzureichend geprüfte Videos veröffentlicht etc. Vermittlung von Weltfremdheit, davon ist die Rede. Verurteilung anderer Lebensstile oder anderer Gemeindezugehörigkeiten. Ablehnung von Homosexualität, vorehelichem Geschlechtsverkehr, das als obligat und als Dogma oder Abtreibung gar oder Diskriminierung von Menschen, die abgetrieben haben. Jedenfalls ging es um Unfreiwilligkeit. Beleuchtet wurde in der Sendung, dass die Gefahr groß ist, in charismatischen Gemeinschaften sozial sich abzuspalten aus dem Alltag. Das heißt also, in eine starke persönliche Abhängigkeit zu geraten. Leiter, die vor allem als Korrektiv in Kraft treten oder moralische Vorgaben machen, oder auch seelsorgerliche Methoden benutzen, um hineinzusprechen in das Privatleben einzelner Gemeindemitglieder, wurde als negativ kritisiert und wurde auch beim Namen genannt. Ob das stimmt und wie weit das stimmt, mag schwierig zu beurteilen sein. Nun sind Sie ja alle Leiter oder Pastoren, Pfarrer, mehr oder weniger von größeren oder kleineren Gemeinden und Gruppierungen. Was ist mit geistlichem Missbrauch, Herr Wertjen, Pressesprecher des Gospelforums in Stuttgart? Kam oder ist geistlicher Missbrauch bei Ihnen geschehen? Kommt er vor? Sind Tendenzen des geistlichen Missbrauchs vorhanden? Kann man das so sagen? Also dazu kann ich sagen, wir sind eine sehr große Gemeinde. Wir haben 3500 Mitglieder. Bei uns treffen sich jedes Wochenende etwa 4000 Gottesdienstbesucher zu verschiedenen Gottesdiensten. Und natürlich ist da, wo Menschen zusammenarbeiten, wo Menschen sich treffen, auch die Möglichkeit da, dass geistlicher Missbrauch geschieht und dass er vorkommt. Und das kann man nicht ausschließen. Überall da, wo Menschen vertrauensvoll zusammenarbeiten, ist das möglich, ja. Mhm. Nun ist es so, dass Peter Wenz 2 Tage nach der Sendung auch sofort an den ARD geschrieben hat, dass die Menschen, die ausgesagt haben, vor allem sehr stark psychisch kranke oder labile Menschen waren. Es kam auch nicht vor in dem Schreiben, dass man sich entschuldigt, zum Beispiel bei eventuellen Opfern. Wie würden Sie jetzt dazu stehen? Und gibt es doch Äußerungen von Peter Wenz oder aus der Gemeinde, die sagen, es ist vielleicht vorgekommen?
Vielleicht haben wir da auch Fehler gemacht. Ist dazu Stellung bezogen worden? Ist da um Entschuldigung gebeten worden? Also es gibt eine gemeinsame Erklärung der Deutschen Evangelischen Allianz und der beteiligten Werke und Gemeinden und daran ist besprochen worden, dass es natürlich sein kann, dass es zu geistlichem Missbrauch und auch Machtmissbrauch kommen kann. Für uns ist es halt schwierig zu sagen, ob es in diesem Fall so gewesen ist, weil sämtliche Zeugen, die angeführt worden sind, sind verdeckt genannt worden und wir haben keine Namen, wir haben keine Fälle. Es ist für uns sehr schwierig, damit umzugehen in der Öffentlichkeit, wenn uns jemand sagt, da ist jemand geistlich missbraucht worden und wir haben nicht die Möglichkeit, das nachzuverfolgen. Wir haben natürlich ein großes Interesse daran, das nachzuverfolgen, weil es bei uns natürlich auch ein großes Interesse daran gibt, auch einfach Vertrauen in der Öffentlichkeit aufzubauen. Das ist ja auch mein Job, als Pressesprecher. Das ist richtig. Wie sehen Sie das, Frank Martin, zum Thema geistlicher Missbrauch oder emotionaler Missbrauch in Gemeinden, ganz allgemein? Den gibt es überall, das ist ganz klar. Das ist nicht nur aufs Christentum bezogen, das gibt es auch in anderen Gruppen. Überall dort, wo Menschen, sagen wir mal, mit einer charismatischen Persönlichkeit auftreten, besteht die Gefahr, dass die Menschen an sich binden, abhängig machen. Den Begriff der Sekt, der ist ein bisschen schwierig, aber das gibt es natürlich überall. Es gibt ein Beispiel aus dem evangelischen Bereich, was in den 80er Jahren Furore gemacht hat. Da hat Tilman Moser ein Buch geschrieben, Die Gottesvergiftung, ein sehr beeindruckendes Buch, wo er sich sozusagen gegen den Gott seiner Kindheit wehrt, der sein Leben vergiftet hat. Und das ist im evangelischen Bereich passiert, ganz normale evangelische Kirche in Bayern, sozusagen in der Diaspora, in der Minderheitensituation. Und er hat Jahre später ein zweites Buch geschrieben, Von der Gottesvergiftung zu einem erträglichen Gott, wo er formuliert, dass Gott genauso eine Kraftreserve sein kann, wie er eben auch ein Peiniger sein kann. Für ihn selbst war der Gottesglaube erledigt, aber er hat anderen Menschen geholfen, in ihrer Gottesbeziehung frei zu werden. Ich will sie nicht ganz entlassen. In diesen charismatischen Gruppen, denke ich, ist die Gefahr schon sehr groß, weil Emotionalität eine viel größere Rolle spielt. Und ich glaube, weil die Wahrheitsansprüche sehr normativ vorgetragen werden. Es gibt nämlich eine sehr gewisse Überzeugung, was richtig und was falsch ist. Ja. Und genau diese Eintragung in das Leben anderer, wenn ich für mich eine Überzeugung habe, keine Frage, ich habe auch Überzeugungen, dann muss ich die leben. Aber ich mache es für andere normativ. Und weil Sie das mit der Homosexualität schon angesprochen haben, da tobt ja in Sachsen gerade so ein Glaubenskrieg zwischen denen, die das radikal ablehnen und denen, die sagen, das ist in Ordnung, wenn es um gelebte Partnerschaft geht. Dann muss man Formen finden, wie Menschen, die homosexuell veranlagt sind oder die so empfinden, das würdig und verantwortungsvoll leben können. Und wenn ich in einer Gruppe bin, die das wirklich verteufelt und die mir sagt, das ist sozusagen böse und ich da nicht rauskomme aus der Nummer, dann macht das natürlich was mit mir. Dann muss ich einen elementaren Teil meines Lebens abspalten und dass solche Menschen krank werden können, es gibt natürlich noch andere Formen, das ist natürlich möglich. Und da muss man gucken, wie gehen wir mit diesen Wahrheitsansprüchen, die wir haben, um im Blick auf andere. Und gibt es im Christentum vielleicht noch eine größere Idee als die Wahrheit, nämlich die Barmherzigkeit, und dann wären wir bei Jesus. Und dann könnten wir mal gucken, wie das aussieht. Missbrauchssystem nennt man das im geistlichen Missbrauch. Das heißt, ein System baut sich auf über einen sehr starken, meist sehr charismatischen Leiter. Es braucht natürlich auch eine Opferdisposition, das heißt entweder ein schwaches Selbstvertrauen oder auch eine etwas nicht so günstige Kindheit oder auch Dinge, die passiert sind in dem Leben eines Einzelnen, die ihn am Boden zerstört haben oder wo etwas zerbrochen worden ist. Das heißt, man gibt im Prinzip die Verantwortung ab an einen, der es besser weiß oder der vielleicht ausstrahlt, ich habe es von Gott gehört, dass du das und das tun sollst. Gott hat mir gesagt, dass es so und so ist und so ist es. Das bedeutet, dass diese Missbrauchssysteme auch ein Feindbild haben. Das ist immer erkennbar. Zindel hat mal ausgedrückt, das ist wie eine Art Wagenburg, in der es ein Feindbild gibt. Es muss ein Feindbild geben, damit alles in Ordnung bleibt. Wenn jetzt jemand aus den eigenen Reihen dieses Feindbild nicht mitmacht oder eine Korrektur gibt, wird er selbst zum Feind, damit das System nicht kaputt geht, nur zum Verständnis. Zur Wahrung des Systems gilt also ein gewisses Feindbild. Das können Menschen sein, es wird manipulativ für Menschen gebetet, die anders denken, anders leben. Die werden sozusagen in eine schlechte Richtung gedrängt. Oder man sagt, sie sind besessen vom Teufel. Das alles kam auch in der Sendung vor. Das muss man thematisieren, weil es ausgrenzt und weil es auch nun nicht fremd ist vom rassistischen Gedankengut. Ich möchte gern mal Dr. Steinbruch fragen. Sie haben ja
jahrelang auch eine Gemeinde mit aufgebaut. Haben Sie diese Tendenzen auch gesehen, diese Gefahren erkannt? Ist es Ihnen bewusst, dass es solche Opfer gibt, die zum Beispiel sagen, ich kehre einer christlichen Gemeinde ab heute den Rücken? Nicht Gott. Aber mit welchem Gottesbild gehen Sie denn? Wie viele Jahre der Heilung brauchen Sie denn, um da wieder hinauszukommen? Sind Ihnen Fälle bekannt in Ihren Reihen oder auch ehemals? Und wie sind Sie damit umgegangen als Leiter? Es gibt gewiss so etwas, das haben wir ja auch bestätigt bekommen von dem betroffenen christlichen Forum. Mhm. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir als Pastoren oder geistliche Leiter oder wie immer wir die Leute nennen wollen, die Menschen zu einem mündigen Christsein erziehen. Ja? Es geht, also wenn Tendenzen in einer Gemeinde sind, wo es um Hörigkeit oder ich kann jetzt mit den theologischen Begriffen nicht so brillieren, aber wo Abhängigkeiten geschaffen werden, das geht gar nicht, weil der Mensch, und das ist einfach das, was mich so ärgert, der Mensch hat in Deutschland gar keine Informationen oder zu wenig Informationen, um eine persönliche Beziehung zu Gott aufzubauen. Und wir müssen da hineinwirken, dass Menschen informiert werden. Und wenn sie sich öffnen, geht es darum, dass sie wirklich das Christsein mündig, das Wort selbstbestimmt passt hier nicht, aber zumindest eigenverantwortlich praktizieren. Das heißt, dass die Menschen die Bibel selber lesen, dass sie sich über eine Predigt selbst Gedanken machen und dann, ja, wenn sie dann Täter des Wortes werden, wenn sie also das dann versuchen umzusetzen, dann merken sie schon, auf welchem Weg sie sind, sag ich mal. Aber wichtig ist diese persönliche Beziehung, die aus meiner Sicht ein jeder Christ braucht, um dann auch eine Orientierung zu bekommen, dass so etwas, wie da im Fernsehen gezeigt wird, gar nicht vorkommt. Nun kommt es ja überall vor, auch in Leipzig. Das kann man nicht in Abrede stellen. Es kommt ja nicht nur im Fernsehen vor, sondern es kommt ja tagtäglich vor, dass Menschen, wenn man davon ausgeht, dass viele psychisch labile Menschen oder geschwächte Menschen, auch isolierte Menschen, sozial schwache, vorwiegend in christliche Gemeinden kommen und auch eher die ausgestreckte Hand annehmen von Christen, die sagen, Mensch, komm doch mal mit, weil sie einfach diese Gemeinschaft möchten. Wenn ich also davon ausgehe, dass vorwiegend psychisch Schwache auch in die Gemeinde kommen, bedeutet das nicht, dass ich besonders als Leiter, als Leitung aufpassen muss, was ich predige von der Kanzel, vielleicht auch wie ich es sage und wie viel Einfluss ich nehme auf das Leben der Einzelnen. Ist es nicht gut, dann vorzusorgen, auch in Zukunft, durch, ich glaube, die Evangelische Allianz hat es vorgeschlagen, durch gewisse Obmänner, sei es wie es sei, durch Menschen, die es auch ansprechen dürfen von außen, dass sie sagen, in eurer Gemeinde läuft etwas nicht ganz in Ordnung. Das heißt also nicht nur aus den eigenen Reihen die Kritik zu empfangen, sondern auch von Menschen, die vielleicht mit dieser Gemeinde überhaupt nichts zu tun haben. Heißt es nicht, wir müssen besondere Vorkehrungen treffen, gerade in den charismatischen Gemeinden, weil jemand, der psychisch schwach ist, auch emotional stark angreifbar ist und auch manipulierbar ist? Psychisch kranke Menschen brauchen sicherlich eine besondere Betreuung. Psychisch labile psychisch oder schwache Menschen, denen muss man wahrscheinlich in einer gewissen Verantwortung, die man ja vor Gott hat, auch eine eine Orientierung geben. Ja. Aber ich möchte das nochmal betonen, wenn ich diesen Menschen an mich binde, das geht gar nicht, sondern das muss als Leiter muss man diesen Menschen diese Verbindung zu Gott versuchen anzulernen, dass er es selbst eigentlich dann herausfindet. Und das führt dann eigentlich zu einer gewissen Stärke allmählich. Aber ich möchte es nochmal so sagen, ich habe es natürlich selbst auch erlebt. Und der normale Mensch, ich würde mich mal als normalen Menschen bezeichnen, ich bin sicherlich auch habe auch eine eigene Meinung, da muss man sich einfach wehren. Und ich muss Ihnen sagen, dazu stehe ich auch, ich habe in meinem Leben eine ganze Reihe von Auseinandersetzungen gelebt mit
geistlich vermeintlichen Leitern und Persönlichkeiten, die das an mir experimentell versucht haben, sage ich mal. Aber da kommt man durch. Also da muss man einfach zu stehen. Und solange eben diese Verbindung zu Gott da ist, da hat man ja eine Stärke. Nun muss man es ernst nehmen, auch zum Verständnis für die Zuschauer, die mit dem christlichen Bereich überhaupt nichts zu tun haben, dass es hier um Opfer vor allem geht, die diese Kraft, die sie haben, nicht hatten, sondern die gegangen sind mit einer Verwirrung, mit einer geistlichen Verwirrung, auch mit einem Gottesbild, mit Angst vor Strafe, mit psychosomatischen Auswirkungen. Die hatten im Endeffekt fehlende Kontakte nach außen, weil sie ihre Heimat in dieser einen Gemeinde fanden, weshalb geistlicher Missbrauch besonders schwer wiegt. Dadurch, dass man seine sämtlichen Kontakte in der Gemeinde hat und es auch sehr gern gesehen wird, wenn der Einzelne in der Gemeinde mitarbeitet, Montag, Dienstag, Mittwoch und am Sonntag noch da ist. Wenn er nicht da ist, wird nachgefragt. Die Opfer erzählten, es gab Anrufe, wo er denn geblieben oder sie geblieben sei zum Gottesdienst, warum andere Dinge wichtiger wären als der Gottesdienst. Das heißt, eine Hörigkeit an den Leiter wird eigentlich subversiv antrainiert. Das geschieht ja nicht brachial oft, sondern sehr, sehr sensibel und sehr, sehr schlicht zunächst. Bitte, wollten Sie was sagen, Frank Martin? Natürlich. Also ich würde gerne mal sagen, es geht nicht nur um psychisch labile Menschen. Jeder kerngesunde Mensch kann in eine Sekte reinrutschen. Meine Mentorin in meinem Vikariat, als ich meine zweiten Tat der Ausbildung zum Pfarrer, war Sektenbeauftragte hier in Leipzig. Und die hat Menschen erlebt, die standen im Leben wie sie und sind in Sekten reingerutscht und sind dort versackt. Das passiert, das kann passieren. Das ist nicht mit psychisch labilen. Bei psychisch labilen Menschen ist es in der Tat schwierig, weil das Problem mit einer starken Gemeinschaft ist, dass sie natürlich auch stabilisiert. Ja. Und es gibt den Moment in der Biografie, wo ich vielleicht genau so eine klare Vorgabe brauche. Was mich so ein bisschen erschreckt, wir erleben im Moment, dass viele Christen auch aus, oder viele junge Männer aus Gebieten, die eigentlich gut christlich sein sollten, Erzgebirge, jetzt beim IS mitmachen wollen. Und da ist die Frage, warum machen die das? Wie kann man denn, wenn man sozusagen Christ ist, dann Muslim werden wollen? Das ist so eine Frage, die sich manche stellen. Mir scheint, dort habe ich ganz klare Vorgaben und Regeln und das hilft mir, im Leben klarzukommen. Das Christentum ist die Verheißung einer großen Freiheit. Und wenn Sie Dostojewski kennen, der Großinquisitor, da wirft er ja Jesus vor, dass das die schlimmste Gabe ist, die er ihn gebracht hat, die Freiheit. Die Menschen könnten mit der Freiheit nichts anfangen. Und das ist die große Frage, wie gehen wir mit dieser Freiheit um, ja, die uns geschenkt ist, wenn ich sie nicht bewältigen kann? Ja. Die Frage auch danach, ist Macht nötig einer Gemeinde? Auch die Frage müssen wir heute beleuchten. Inwieweit ist es angemessen, ein Machtsystem aufzubauen? Wie weit ist eine Inszenierung gefragt, wenn es um christlichen Glauben geht? Warum benutze ich Inszenierungen oder auch meine Stimme so laut, dass es die Menschen unter Druck setzt? Warum muss es einen Amerikanismus auch in den christlichen Lagern geben? Das bedeutet ja nicht, dass der Mensch lebendiger an Jesus Christus glaubt als jemand, der kontemplativ lebt oder eine Nonne in einer katholischen Kirche ist. Wir werden uns diesen Fragen noch näher stellen, auch was ist die christliche Botschaft, auch was ist radikales Christentum? Die Christen nennen sich selber radikal aus diesen Gemeinden. Was bedeutet das, radikal sein? Oder heißt es, radikal andere zum Glauben bringen? Was bedeutet radikales Christsein? Ich freue mich, dass Martin und Martha May hier Musik machen und bitte um ein nächstes Lied. Kraft deiner
erreicht. Heinrich, radikales Christsein, haben Sie das schon mal gehört? Was bedeutet das für Sie? Ja, als Sie die erste Hälfte der Frage gestellt haben, habe ich gedacht, das ist die Definition, die manchmal von anderen einfach gebraucht wird. Manchmal auch als so ein Generalvorwurf, was man denn dann damit verbindet. Das ist eine relativ leichte Einordnung von außen. Mhm. Radikal ist eine Sache, wo ich mit dem Wort einfach nicht so viel anfangen kann. Ich könnte was anfangen mit dem Wort kompromisslos. Mhm. Dass jemand für das, was er glaubt, auch gerade steht, dass er das auch sagt und was er da sagt, das auch tut. Mhm. Kompromisslos das Leben, was er glaubt. Das dann möglicherweise auf andere anzuwenden, das könnte dann radikal sein. Aha. Ja, ja. Da könnte man wirklich den Vorwurf machen. Mhm. Als Pastoren sind wir natürlich trotzdem gebeten, möglicherweise zu sagen, wie wir Worte aus der Bibel, wie wir bestimmte Verhaltensweisen als richtig empfinden. Aber da muss man sehr gut auch seine Aufgabe wahrnehmen. Mhm. Theologisch, homiletisch, wie man die Vorbereitung der Predigt macht, was man wirklich sagen kann, was die Bibel sagt oder was wir persönlich als Überzeugung dazu haben. Und da ist ein guter Job abzuliefern. Denn dann wird schon viel von geistlichem Missbrauch, der möglich ist, nämlich auch durch eine Predigt, herausgenommen. Also ist es Ihnen verständlich, wenn Menschen, die nicht Christen sind oder auch Christen sind, Angst bekommen, wenn andere Christen losziehen und sagen, radikales Christsein? Ja, ich glaube gar nicht, dass das Christen von sich unbedingt behaupten, denn die von sich sagen, ja, durchaus. Ja, ja. Die sagen selber, okay. radikales Christsein. Sie leben ein radikales Christsein. Mag sein, dass denen ihre Begrifflichkeit, wo ich einfach kompromisslos sagen würde, ist. Mhm. Und da muss die Frage gestellt werden, was versteht derjenige darunter? Wenn das auf sich selbst gemünzt ist, ja, habe ich kein Problem. Genau. Ja, wenn das derjenige, wie ich gerade für mich das Wort kompromisslos beschrieben hat, dann so what? Allerdings, da wo dann Regeln nach außen gemacht werden, die oft übrigens aus Schwäche manchmal gemacht werden, dann macht man Regeln nach außen, um sich sicher zu fühlen in seinem eigenen Glauben. Was ist denn das für eine Stärke?
Genau. Es ist eigentlich ein Beleg dafür, dass wir selber gerade am Wanken sind und uns an einem externen Gebilde aufrichten oder anlehnen. Ja, das ist Manipulation. Also wenn ich meine eigene Stärke, manipulativ, ja. So ist es. Meine Glaubensstärke aus der Glaubensschwäche andere beziehe und mich auch gut fühle, wenn jemand nicht glaubt, weil ich ja der Stärkere bin, der glaubt. Seit wann geht es aber um einen Machtausgleich oder einen Schlagabtausch, wenn man das Neue Testament liest? Oder wo geht es dort um ein radikales Christsein im Sinne, dass ich Menschen manipulieren oder unbedingt gewinnen muss durch Mittel und Wege, die ich anwenden muss? Ich denke, es ist doch auch so, ist es nicht so, dass ein Christsein dann anziehend wirkt oder auch Jesus die Leute angezogen hat? Also natürlich. Durch seinen Lebensstil oder durch seine Entscheidungen, die er getroffen hat? Wenn ich Worte herausklaube, um irgendwelche Gebote abzuleiten, dann ist das sehr schwierig. Wenn ich den Gesamtkontext nehme, der Botschaft von Jesus, Barmherzigkeit, dieses Runterkommen aus einem formellen heiligen Raum auf die Erde, ich meine, hier im Erzgebirge feiert man den Tag am meisten, Heiligabend, Raustritt aus Förmlichkeit auf eine Erde in... Ja, der hat nicht den besten Geruch als ersten Geruch gehabt auf der Erde. Und eigentlich Liebe gepredigt hat, Demut gelebt hat, dann ist dieses diese Ableitung von Regelwerk sehr weit hergeholt. Und doch, wenn wir vorhin die Diskussion verfolgt haben, viele von uns brauchen auch Menschen, die ihnen etwas vorleben. Und wenn es aber nicht vorleben, sondern nur vordenken und vorreden ist, dann wird das sehr schnell auch sehr schwierig. Nun haben wir ja viele Menschen auf dieser Erde, die uns gute Dinge vorleben, ja, zum Beispiel Dostojewski. Oder es gibt ja ganz, ganz viele Menschen, die über die Erde gegangen sind und noch auf der Erde weilen, die sich vielleicht nicht als Evangelikale oder überhaupt als Christen bezeichnen würden. Überhaupt die Bezeichnung ist es ja auch vielleicht. Nun frage ich mal ganz provokativ, wenn wir das schlichte Evangelium anschauen, und wenn wir schlicht das Evangelium anschauen, was ja schon ein großartiges Ding an sich ist, wozu brauchen wir Gemeinde? Wozu braucht es einen Raum, der dirigiert wird durch einen oder mehrere Leiter? Wozu brauchen wir das? Herr Dr. Steinbruch, Sie... Ich wackle hier. Ich sehe es. Ich wollte in dieses Gespräch gern noch einen Aspekt reinbringen. Ich denke, wir müssen sowohl diese Sendung im ARD als auch vielleicht unsere Diskussion gedanklich mit einer Rasierklinge doch noch mal zweiteilen. Ich bin davon überzeugt, dass es in vielen Gemeinden das Wirken Gottes gibt. Und das möchte ich hier heute Abend auch nicht unter den Teppich kehren. Und es gibt das Wirken der Menschen bis hin zu Machtmissbrauch, ja. Also, wissen Sie, es fasziniert mich, dass es in Deutschland oder überhaupt ein christliches Erleben gibt, wo Menschen einfach Gott begegnen, ja, wo diese Wirkungen, die wir aus der Bibel kennen, Realität plötzlich werden. Das ist dann eine Gemeinde gebunden? Und das hat mit Gemeinde erstmal gar nichts zu tun. Ich wollte nur mal diese Rasierklinge. Für die Zuschauer, die keine Christen sind, ja. Wie erlebt man Gott, wenn es nicht nur in der Gemeinde geschieht? Wie kann man Gott erleben außerhalb einer Gemeinde? Außerhalb einer Gemeinde. Also dieses Erleben Gottes ist überhaupt erstmal nicht an der Gemeinde gebunden. Mhm. Luther hat gesagt, wenn du betest, gehst du in dein Kämmerlein und machst du die Tür zu. Und da kann ich Gott erleben. Aber was auch immer es für Formen oder Umgebungen gibt, entscheidend ist doch, dass ich Gott erleben kann. Und darauf wollte ich einfach mal darauf aufmerksam machen. Und da sind die Leute natürlich, flippen die aus, sag ich mal. Ja. Und das sieht man auch teilweise in diesen Fernsehsendungen. Und jetzt kommt, wo einfach Begeisterung da ist, wo Jugend mitgerissen wird, wo man sagt, brennen oder ja, Begeisterung trifft es eigentlich auch gut. Ja, und dann habe ich möglicherweise so ein paar Pastoren, denen steigt es einfach zu Kopf. Ja, und dann kann sich was vermischen. Ich will darauf hinweisen, Jesus war ein Zimmermann. Das war ein robuster Kerl. Und an den haben sich die Geister getrennt. Und er war konsequent,
aber er war nicht immer so geschmeidig. Und so erlebt, so kann man ihn auch heute erleben. Und ich denke, auch so ist er ein Stück weit. Und diese Trennung, ich wollte einfach darauf hinweisen, dass wir Jesus auf der einen Seite erleben können, dass das ganz toll ist, aber dass auf der anderen Seite immer ein menschlicher Anteil, und da bin ich jetzt wieder bei der Gemeinde, in solchen Gemeinden sich vermischt, ein menschlicher Anteil, meinetwegen auch bis hin zu Machtmissbrauch, was ich natürlich nicht gut halte. Nun gibt es ungefähr 1,5 Millionen evangelikale Christen, die in freien Gemeindegruppierungen sind. Es wird also nicht wenige auch Opfer geben in diesen Reihen. Also nochmal meine Frage an diesen Machtanspruch. Wenn sich Macht mit Amt verbindet, wenn sich überhaupt ein Amt herauskristallisiert und ich Menschen um mich herum schare, die auch ein Amt bekommen, bekomme ich ja auch Anerkennung. Sind das immer gesunde Menschen, die mit dieser Anerkennung gut umgehen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Bitte, Frank Martin. Also ich möchte erst nochmal den Gedanken des Radikalen aufnehmen. Das Christentum ist natürlich radikal. Ohne Zweifel. Nicht alles, was sich christlich nennt, ist radikal. Manches ist bizarr. Aber das Christentum, was Jesus gesagt hat, ist, er hat im Prinzip, das, was die Botschaft Jesu ist, die Zersprengung jeglicher Gesellschaft. Weil er nämlich die Unterscheidungen, die wir machen, aufgelöst hat. Wir müssen uns vorstellen, die sitzen am Tisch, einer von der Antifa und ein Rechtsradikaler. Und dann kommt noch eine Nutte und der sie am Tag nicht kennt. Und die müssen miteinander bei Jesus am Tisch sitzen. Die Aufhebung aller Unterschiede. Wir haben eine Diskussion, ob wir Asylanten reinlassen. Jesus sagt, in jedem Fremden komme ich. Nicht nur in denen, die euch passen. In da jedem möchte ich Fremden. Gerne mal was dazu sagen. Das Akzeptieren oder das vor allem Lieben jedes Fremden. Nun ist es aber so, dass in den oft charismatischen Gemeinden ja eher eine Gleichförmigkeit herrscht. Das heißt, man versucht ja, die Menschen auf eine Linie zu bringen. Ich möchte mal ganz kurz sagen, ich bin kein Evangelikaler, also eher von einer ganz anderen Ecke. Deshalb kann ich da schlecht drauf antworten. Aber wie beobachten Sie das? Ich glaube, dass sozusagen, weil Sie vorhin sagten, es kommen vor allem die psychisch Labilen. Ich glaube, dass die Kirche in Deutschland an ihrer Berufung vorbeilebt, weil bei uns vor allem Mittelstand und Bildungsbürgertum ist. Und es kommen kaum diejenigen, die bei Jesus in der ersten Reihe saßen. Und wenn ich Gottesdienste sehe, die staatlich organisiert werden, dann sitzt von der Bundespräsident und alle, die den Schlips umhaben. Und ganz hinten dürfen draußen die stehen, die bei Jesus an der ersten Stelle waren. Und das gehört dazu, dass das Christentum in Deutschland quasi zivilreligiöse Aufgaben übernommen hat. Das hat eine lange Geschichte, das fängt im Römischen Reich an. Das kann man auch sehr schön darstellen. Und das ist ein Problem. Und da, Kierkegaard hat mal was sehr Schönes gesagt. Wenn man das Christentum beseitigen will, dann darf man keine 1000 Beamte einstellen, die es vernichten. Man muss 1000 Beamte einstellen, die es fördern. Das ist radikal. Gut. Das Christentum ist sozusagen die Aufhebung dieser Unterschiede. Und das passiert weder bei uns in der evangelischen Kirche, noch passiert es im Normalfall in den freien charismatischen Gemeinden. Wie ist es denn, wenn radikal anders lebende Menschen, wenn zum Beispiel Homosexuelle in ihre Gemeinde kommen, ins Gospelforum Stuttgart, wie werden die empfangen? Was wird ihnen gesagt? Was wird ihnen mitgeteilt? Werden die ganz normal empfangen oder wie begegnen sie Homosexuellen oder auch anders Lebenden? Also erstmal ist es so, dass vor Gott jeder Mensch gleich ist und angenommen ist und so weiter. Und das ist, Sie haben vorhin nach der Gemeinde gefragt und das ist ein ganz wichtiger Schutzraum. Und es ist tatsächlich so da, dass gerade in einer Gemeinde... Schutz wovor? Entschuldigung, wenn ich zwischenfrage, weil es muss erstmal übersetzt werden. Genau, ein Schutzraum für den Glauben, dass er sich entwickeln kann, dass man sich in einer Gemeinschaft befindet von Leuten, die einfach in eine gleiche, in eine ähnliche Richtung gehen und dass man diesen Glauben entwickeln kann, dass dieser Glauben überhaupt wachsen kann, dass man eben, wie Herr Dr. Steinbruch da schon gesagt hat, Gott mehr erleben kann. Das heißt, der Glaube wächst nur, wenn er in einem Schutzraum praktiziert wird mit anderen Christen. Also er wächst dort und das ist das Ziel einer guten Gemeinde. So sollte Gemeinde aufgebaut sein. Es ist sicher nicht in jeder Gemeinde der Fall, aber so sollte Gemeinde aussehen. Und dafür ist Gemeinde da und da sollten Menschen angenommen werden, sie sollten aufgenommen werden, ihnen sollte positiv begegnet werden. Und dann gibt es natürlich schon auch das, was Sie vorhin angesprochen hatten, das Normative. Natürlich gibt die Bibel bestimmte Verhaltensweisen vor, sie spricht von bestimmten
Dingen. Wir sollen gerne vergeben, weil das einfach gut ist für uns und weil Gott gegen Bitterkeit ist und solche Dinge. Und so sollen wir einfach das Normative, das ist ein Teil des gesamten Christentums. Das können Sie ja nicht kritisieren. Also das ist schon etwas sehr, sehr Wichtiges in eigentlich allen christlichen Bereichen, außer vielleicht ein bisschen weniger beim liberalen Protestantismus in Deutschland. Die Opfer sagen, ich muss das mal näher beleuchten, weil hier leider kein Opfer sitzt. Die Opfer sagen, dass sie eine Gleichschaltung erfahren haben. Das heißt, wenn ich nicht aufstehe, wenn zum Beispiel die Band vorne spielt und die Hände hebe, falle ich aus dem Rahmen. Wenn ich nicht umfalle, es gibt in den charismatischen Gemeinden Gaben durch den Heiligen Geist, so drücken es die Christen aus. Ich muss das ein bisschen übersetzen. Das heißt, es sind äußerliche Erscheinungen, die körperlich passieren können, wie Zittern, Schreien, Lachen, Singen, Weinen, fremde Sprachen oder auch das Dämonengehen. Das ist der Glaube in den charismatischen Gruppierungen. Es ist eine extrovertierte Art zu glauben und Dinge zu empfangen. Und das heißt also, wenn so etwas nicht passiert innerhalb einer charismatischen Gemeinde bei Einzelnen oder auch vielen, dass sie den Anschein hatten, sie sind dann ausgestoßen oder dass ihre Lebensstile korrigiert worden sind, weil man gesagt hat, so will Gott nicht, dass du lebst. Obwohl es nicht immer begründbar ist in der Bibel, sondern eher nach einem konservativen Lebensstil fragt, das eben Mama, Papa, Kind und so weiter. Aber die Frage ist ja auch nach einer Wandlung in dem heutigen Sinne. Nun geht ja die Kirche entgegen eines Zeitgeistes. Die Frage ist nur, welcher Geist herrscht dort vor? Denn es ist ja auch eine Art Zeitgeist. Wir sind ja alle auf der Erde an Zeit gebunden, auch die Christen. Wir können dem ja nicht entfliehen. Das heißt, was ist das für eine Gleichschaltung, von der die Opfer reden? Warum sagen sie, man wird auf einer Linie gleich gemacht und Andersartigkeit kommt nicht vor? Ist das nicht eine Gefahr? Das ist absolut eine Gefahr. Jetzt würde ich an der Stelle gerne schauen, von wie viel reden wir an der Stelle. Denn das passiert bei mir im schönen Club, das passiert im Kegelverein, das passiert in Schulklassen. Wir nennen das dann in anderen Bereichen Mobbing oder Bossing oder sowas. Mhm. Und jetzt ist die Frage, passiert das dort mehr? Der Film hat wirklich ein Stück weit überhöht von wenigen Fällen, die noch dazu nicht bereit waren mit dem Gesicht. Hey, wäre ich auch nicht gewesen, muss ich in dem Fall sagen. Und ich glaube, diese Dinge werden in gesellschaftlichen Kontexten, wo Kirche oder Gemeinde eine ist, immer vorkommen. Und jetzt muss man dieses bespiegeln. Das haben Sie am Anfang sehr gut gesagt. Das müssen wir ernst nehmen. Als Kirchen, als Evangelikale, als Christen. Mhm. Gemeinde, wie Jesus am Anfang doch gesagt hat, dass da die Kirche Christi sein würde, Sie haben dann vorhin nachgefragt, ist ein Schutzraum auch für Schwache. Nicht nur für den Glauben, da allerdings auch, denn die sollen ja schon hören, die sollen auch übersetzt bekommen, was hat denn dieser Jesus gelebt? Ja, wie war das, was war denn das für ein Lebensstil? Und wir alle sehen uns danach, wir sind in der Philosophie und der Anthropologie sind wir das gehandicapte Wesen, wir brauchen einander. Und Gemeinde soll ein Stück weit auch ein solches Vorbild sein. Wie geht man mit Schwachen um? Jetzt habe ich das Privileg, aus einer Kirche zu kommen, die anders ist, als Sie sie gerade beschrieben haben. Und ich, als Heilsarmee, es ist in manchen Ländern l'Église de la Rue, die Kirche der Straße. Bei uns sitzen Leute, Schlipsträger sind die Ausnahme. Und ich erlebe auch in anderen Gemeinden, dass diese Menschen willkommen sind. Das ist nicht überall der Fall. Das ist vielleicht auch nicht Mainstream. Allerdings erlebe ich das. Ich wollte es nur bitte, dass das mit wahrgenommen wird. Genauso wie wahrzunehmen ist, dass es diese Verletzten gibt. Und dann wünsche ich mir, dass man das dann auch erweitert und nicht als Gemeinvorwurf macht, dass alle darunter zu kappen sind. Denn das ist ein gesellschaftliches Phänomen, Menschen durchfallen. Und ich wünschte mir, dass Kirchen da ein bisschen besser sind als der Durchschnitt der Gesellschaft. Genau, genau. Ja, nun müssen wir es aber deshalb thematisieren, könnte ich einfach sagen, die Gemeinde ist doch auch gut. Natürlich ist die Gemeinde auch gut, aber ich rede jetzt vor allem von den Menschen, die wie du und ich auf der Straße herumlaufen und nicht in Gemeinden sind, sondern die dastehen und sagen, was ist das, was geht hier ab? Was geschieht hier? Warum habe ich keinen Kontakt mehr zu meinen Kindern? Warum ist hier so eine Manipulation vorherrschend? Wie spricht plötzlich mein Kind? Warum verändert es sich so? Kann ich es überhaupt noch in christliche Gemeinden schicken? Es ist ja nicht so, dass es 2, 3 sind, sonst würde es nicht thematisiert werden. Und diese Sendung ist auch nicht die erste, in der das thematisiert wird, sondern es ist schon lange eigentlich ein Thema, was man aber natürlich ist es unangenehm. Es ist sehr unangenehm, es wirft eigentlich viele Steine um.
Und wir müssen trotzdem da hinschauen. Und nicht nur hinschauen, sondern auch überlegen, woher kommt es? Und das ist auch meine Frage. Kommt es, weil Christen sagen, ich habe einen Machtanspruch oder einen gewissen Machtanspruch ausüben? Vielleicht würden sie es nicht so sagen, aber sich gleichsetzen mit der Stimme Gottes? Das passiert ohne Zweifel. Ich möchte nochmal so sagen, zum Kegelclub sagen. Im Kegelclub sagt man niemand, wenn du nicht mit kegelst, kommst du nicht in den Himmel. Ja. Da geht es nie um eine ewige Seligkeit. Das ist existenziell. Und das ist schlimmer, wenn ich in einer Gemeinde bin und mir wird gesagt, du bist homosexuell, du kommst in die Hölle oder du hörst auf, mit deinem Partner Sex zu haben. Das ist nochmal ein Unterschied. Warum brauchen wir Gemeinschaft? Ich kann ziemlich gut kochen, das mache ich auch sehr gerne, aber ich kann nicht singen. Und ich kann andere Sachen nicht. Und ich bin sehr froh in der ESG, Studentengemeinde, da sind andere Leute, die haben Fähigkeiten, die werde ich nie haben und die brauche ich. Wie Sie sagten, wir müssen uns gegenseitig tragen und die Gemeinschaft ist dazu da, dass wir uns gegenseitig auf dem Weg zum Ziel, was immer das Ziel auch sei, schleppen. Wir brauchen Hilfe. Wir müssen miteinander gehen. Das ist der Punkt, warum wir Gemeinschaft brauchen. Und im Christentum gibt es was ganz Spannendes. Es gibt von Jesus ein Wort, einer ist euer Meister, ihr aber seid Geschwister. Dieser eine ist nicht der Pfarrer, ja, sondern Jesus. Aber Jesus ist nicht da, zumindest nicht so, wie der Pfarrer da ist. Der redet nicht so eindeutig, wie der Pfarrer manchmal Unsinn erzählt. Sondern auf Jesus müssen wir hören. Und wie hören wir ihn? In der Gemeinschaft. Das heißt, alle müssen sozusagen beteiligt werden. Es gibt keine Herrschaftsstrukturen im Christentum. Es gibt Ämter, die dazu da sind, den anderen etwas zu leisten, was sie nicht leisten können. Und ich glaube aber, dass zum Beispiel in vielen charismatischen Gemeinden, ich selbst habe sozusagen eine Biografie, ich war mal in einer charismatischen Gemeinde als junger Mann oder als junger Christ, ich komme aus einem atheistischen Elternhaus, und da gab es eine ganz klare Leiterstrukturierung. Und das ist etwas, was sich die evangelikale, die charismatische Gemeinschaft anhören muss. Es gibt eine ganz starke Fixierung auf Personen und da muss man dran arbeiten. Ja. Und da gibt es für mich eine Möglichkeit, wir müssen ökumenischer werden, wir müssen aufeinander hören. Wir müssen von den anderen Gemeinden lernen. Es gibt in charismatischen Gemeinden etwas, was man lernen kann für mich. Und es gibt vielleicht etwas, was wir als evangelische Kirche beibringen können. Und dieses aufeinander hören, weil die Wahrheit Gottes kein verfügbarer Besitz ist, sondern sich ereignet. Das wäre sehr hilfreich. Deshalb die Idee, wir gucken uns mal gegenseitig rein und sagen, das ist ein bisschen komisch bei euch und das ist bei euch auch komisch. Dann würden wir uns helfen können. Aber das passiert natürlich sehr wenig, weil wir alle überzeugt sind, dass wir toll sind. Und dass wir vielleicht auch richtig sind. Natürlich. Aber was sagen wir den Leuten, die irrtümlicherweise diese Sendung gesehen haben? Oder was ist eigentlich die Botschaft der Christen? Das ist eben schlimm, dass eben immer diese Negativnachrichten, immer diese interessanten Probleme, wo Leute am besten noch umgebracht werden, das wird gesendet. Und das ist schön. Ich habe den Vorwurf eigentlich, an alle Kirchen, wenn Sie so wollen, an alle Gemeinschaften und auch ans ARD, warum wird nicht mal der Inhalt des Evangeliums gepredigt oder weitergegeben? Der Mensch auf der Straße, der wird überhaupt keinen Zugang zu so einer sehr speziellen Sendung und zu dem Thema Machtmissbrauch bekommen, ist meine Meinung, sondern der wird lediglich pauschal diese Problematik der Christen gedanklich abschalten. Aber das, was Mission eigentlich will, ist ja, dass die frohe Botschaft in Wirklichkeit weitergetragen wird. Und da haben wir in Deutschland das Problem, dass die Menschen es nicht wissen. Als Ostdeutscher weiß ich, was ich für eine Schule erlebt habe. Ich bin geprägt vom Marxismus, Leninismus, ob ich es will oder nicht. Das ist an mir zum Beispiel geschehen. Ich bin eigentlich auch gerne als Opfer bereit, hier zu fungieren. Ich bin einmal ein Opfer des Marxismus-Leninismus. Sie glauben gar nicht, wie wenn Sie 20, 30 Jahre in so eine Schule gegangen sind, wie das den Menschen im Unterbewusstsein prägt. Das ist Machtmissbrauch. Und anschließend diesen Machtmissbrauch mit den Christen, das war nicht so schlimm. Da habe ich mich gewehrt. Aber schlimmer ist es, dass die Informationen, die diese atheistische Welt oder in Sachsen diese marxistische Welt gar nicht erst bekommen. Ich möchte erleben, dass die Menschen eine Chance bekommen, mal die wirklichen Inhalte des Christentums zu erfahren, um sich zu entscheiden zu können und nicht nur solche Katastrophen melden. Nun ist ja die Bibel für alle da zum Lesen. Also ich weiß nicht, wo das nicht verfügbar ist, sich über Jesus zu informieren. Also, es gibt doch viele Christen in diesem Land, die keine Christen mehr sind, die aber zum Beispiel katholisch erzogen worden sind oder evangelisch, denen man sehr wohl erzählt hat, was das Evangelium ist.
Es ist also da. Es ist ja nicht so, dass es nicht publiziert wird. Es ist ja vielfach publiziert worden. Aber was verstehen Sie, Herr Wädchen, denn unter christlicher Botschaft? Was ist für Sie die christliche Botschaft? Ja, die christliche Botschaft ist die Versöhnung mit Gott, dass der Mensch angenommen ist und dass er so, wie er ist und auch in seiner vielleicht kritischen Distanz zu Gott, dass er geliebt ist und dass er in Gottes ausgestreckte Hand einschlagen darf. Ja, das ist die christliche Botschaft. Und ich möchte hier nochmal eine Lanze aufbrechen für die charismatischen Gemeinden, die hier jetzt schon ein bisschen gelitten haben heute Abend, und sagen, dass ich glaube, dass vielleicht das nochmal zum Erklären, es ist einfach eine Art des Evangelikalen, das müsste man dann wieder erklären, Glaubens ist, der einfach mehr die Gefühle anspricht, der einfach mehr in Richtung ja Lobpreis, das ist also eine Art moderner Gospel oder Kirchenmusik, die sehr modern aufgemacht ist, und das empfinden viele, viele Menschen heute als sehr befriedigend. Es gibt ihnen eine tiefe Sicherheit, ein tiefes Empfinden, ein Erleben mit Gott. Genau das, was heute schon mehrfach auch gesagt wurde, was sehr wichtig ist, dass es nicht nur eine Theorie bleibt, wo Sie gerade gefragt haben, es ist ja verfügbar. Klar, ich denke, jeder hat irgendwo eine Bibel zu Hause stehen oder in Reichweite oder vielleicht beim Nachbarn. Aber wer liest denn da drin? Es muss doch übersetzt werden in die heutige Zeit. Ich brauche Lieder, die ich singen kann. Ich brauche Erfahrungen, die ich machen kann in meinem Alltag. Und das sind sehr große Stärken von charismatischen Gemeinden, die das oftmals sehr plastisch rüberbringen, die also in Predigten und auch in Hauskreisen, in Hauskirchen sehr stark vermitteln. So kannst du deinen Glauben im Alltag umsetzen. Dass das natürlich nicht im Sinne von einem Druck oder im Sinne von, dass man die Leute gängelt oder dass man sie eng führt, das ist selbstverständlich. Aber da mussten die charismatischen und pfingstlichen Gemeinden über die letzten 110 Jahre auch einiges lernen. Mhm. Da ist sicher auch einiges falsch gelaufen. Und ich glaube aber, dass dieses ist auch gelernt worden. Also zumindest in Deutschland, es gibt auch in anderen Ländern, gibt es sicher Dinge, wo dieser Lernprozess vielleicht noch ein bisschen aussteht. Aber wir sind hier sehr eng dran, dass wir einen Glauben vermitteln, der für den modernen Menschen da ist. Und das ist auch unser Ziel als Gemeinde. Und es wird sehr stark angenommen. Also es wird hier sehr viel Kritik gerade geübt, aber es sind Tausende, die das toll finden, die sagen, das ist genau das Richtige. Zu unserer Gemeinde kommen pro Jahr etwa 300 neue Menschen dazu. Wir sind eine sehr große Gemeinde. Wir haben natürlich auch, weil wir eine junge Gemeinde sind, auch viel Abwachs, weil die Leute dann auch wieder wegziehen in andere Städte und so weiter. Und eine Fluktuation. Und die gleiche Menge kommt auch immer wieder dazu. Und unterm Strich wachsen wir, weil es einfach etwas ist, wo ein Bedarf da ist. Die Leute wollen den Glauben erleben. Sie wollen ihn nicht nur verstehen, nicht nur als etwas Verkopftes, sondern sie wollen den Glauben erleben. Sie möchten wissen, wozu, wie kann mir Gott denn konkret helfen im Alltag? Und das ist etwas, was wir und auch viele andere Gemeinden, also nicht nur als Freikirchen, sondern auch in der evangelischen, katholischen, überall in diesem Bereich, immer mehr das in den Vordergrund gerät. Das finde ich sehr schön, was Sie sagen, dass es im Prinzip einen eigenen Glaubensstil ist, den Sie auch bevorzugen, den Sie schön finden. Ja. Und genau das ist es. Es ist aber auch nicht mehr, es ist kein Obligat. Das heißt also, wenn Sie in einer charismatischen Gemeinde sind oder überhaupt in einer evangelikalen oder sonst welcher christlichen Gemeinde und Sie spüren, dass Sie sich da nicht wohlfühlen, dass Sie damit nicht übereinkommen können, dann ist es gut, im Frieden auch gehen zu dürfen. Das ist das Zeichen einer gesunden Gemeinde, dass man gehen darf, dass man sich da nicht irgendwie komisch vorkommt oder denkt, man verlässt Mutter und Vater oder sein Zuhause. Man ist auch nicht ungeschützt. Ja. Und das muss ich auch jetzt mal öffentlich auch in aller Deutlichkeit sagen. Ich denke, da stimmen Sie mir auch zu. Ja. Das ist ansonsten sektiererisch wäre, wenn dem nicht so wäre. Das heißt also, wenn Sie das Empfinden haben, ich fühle mich dort nicht mehr wohl, das ist nicht mein Stil, bitte, dann suchen Sie sich einen anderen Ort oder leben Sie Ihren Glauben, wie Sie es mit Gott empfinden. Das ist völlig legitim. Wir haben das mal bei uns versucht mit einem BIMO und mit Lobpreisliedern in der ESG. Das ist nach hinten losgegangen. Das ist einfach nicht unser Ding. Wenn es an Liedern hinge, das wäre traurig. Mir ist noch etwas wichtig. Ich möchte nicht, dass das Christentum durch die ARD verbreitet wird. Ich möchte, dass wir authentisch auf der Straße, wie Sie sagten, leben und dass die Menschen begegnen, Leuten, die sagen, wir wollen anders leben. Wir wollen nicht diesen Wahnsinn mitmachen, dass sozusagen nur das, was du verdienst, dass du das auch wert bist. Wir wollen gerne, dass Leute sozusagen anfangen zu teilen, ganz neue Lebens,
Modelle ausprobieren im Miteinander und nicht im Gegeneinander. Und wenn jemand sagt, warum machst du das? Also ich mache das, weil mir Jesus wichtig ist. Das ist gut. Wenn ich dem irgendwas, ein Märchen erzähle oder irgendeine Geschichte, das machen alle. Wir müssen es leben. Und wenn wir es nicht leben, also wenn sich unser Christsein nicht erweist als das, was wirklich gut ist, dann nützen die Informationen nicht so sehr viel. Und da haben wir, egal welche Gemeinde, alle noch genug zu tun. Frank Martin, sind Sie da entspannt, wenn jemand sagt, nein, also, naja, das mit dem Jesus finde ich ziemlich abgedreht, lass mal. Naja, ich habe mit diesen Leuten zu tun im akademischen Bereich. Es gibt ja eine Unwissenheit, was sozusagen religiöse Fragen betrifft. Das ist ja haarsträubend, unglaublich. Und dann frage ich mich manchmal, also ihr baut euer Leben auf einen Glauben auf, das ist vollkommen legitim, macht Normativitäten auf, die ich überhaupt nicht verstehen kann. Also wenn ich Juristen sehe, die sozusagen schon auf ihre Karriereplanung aussehen und rechts und links nicht gucken können, dann ist das traurig, dann ist das auch kein Leben. Und dann zu sagen, was ist denn Leben? Was ist denn sozusagen ein Ziel? Und wenn du ein anderes Ziel hast, okay, das ist ja dein Ding. Da sind Sie entspannt. Ach, ich bin da ganz entspannt. Sehr schön. Aber warum ist es so, dass die Leute die Informationen, weil sie mich da gerade gefragt haben, es ist ja alles da, warum lesen die Leute keine Bibel, warum beschäftigen sie sich nicht damit? Weil der Kopf voll ist von Marxismus, Leninismus, von fremden Ideologien, weil das sind keine Maßstäbe, da ist eine Fülle von Informationen, die einen förmlich in den Kopf getrichtert werden. Ich finde, wir sind in Deutschland durch diesen Toleranzfebel, was wir zunehmend weiterentwickeln, dabei, die Köpfe der Menschen wirklich zu verseuchen. Die kommen gar nicht dazu, ansatzweise sich mit der Bibel zu beschäftigen, weil da ist so viel andere Dinge da. Und da sehe ich einfach das Problem. Wir müssen uns überlegen, wie Mission denn laufen muss in Deutschland. Wir sind doch mal ein christliches Land. Aber da muss ich dazu kurz addieren. Es ist, ja, mag der Sozialismus da seine Rolle gespielt haben. Und das hat er ganz bestimmt. Denn der Prozentsatz in Ostdeutschland ist ja auch zurückgegangen an Menschen, die sagen, sie sind Christen. Ich glaube, der katholische Theologe Tiefensee, verwandt hier mit anderen Tiefensees aus der Region, der hat einmal gesagt, es gab in den letzten 30 Jahren ein Erdbeben des Atheismus. Nicht nur Atheismus, sondern des Atheismus. Und das Epizentrum war in unserer Region. Ich habe jemanden in meinem Umfeld getroffen, der hat gesagt, jetzt fangen die Christen doch tatsächlich an, Weihnachten für sich zu beanspruchen. Da muss man erstmal drauf kommen. Das ist wirklich so haarsträubend weit weg. Und dann ist aber nicht nur, denn schon vor dem Sozialismus gab es Christentum, was die Leute nur mit quadratisch praktisch und nicht immer gut, mit Hexenverbrennung und mit irgendwelchen Kreuzzügen in Verbindung gebracht haben. Frömmigkeit, die allerdings dummerweise da wieder aufflackert. Ja. Aber ich wünsche mir auch, dass es eine Chance gibt, dass neutraler präsentiert wird. Wenn das eine genannt wird, soll das andere auch passieren. Ja. Da muss ich schon auch manche Qualitätsansprüche dieses Filmes zumindest in Frage stellen. Weil nämlich bestimmte Aussagen, die auch gewesen wären, zur Gesamtwahrheit dazugehört hätten. Absolut. Aber wir Christen müssen uns an die Nase fassen, wo haben wir den Glauben nicht übersetzt? Nicht auf eine Weise, wie sie Jesus übersetzt hat. Das ist konkret richtig und wir hören ein Lied von Martin und Martha May. And my broken soul.
Jetzt die Zuschauer, die hier vor Ort im Studio 3 sitzen, zu Wort kommen lassen. Es ist ja vielleicht einiges an Fragen in Ihnen entstanden oder Dinge, die Sie gerne sagen möchten. Wir würden gerne das Mikrofon freigeben, dass Sie mit uns diskutieren können. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch die Stimme erheben und sagen, so sieht das in mir aus oder diese Frage habe ich. Wenn Sie möchten, steht hier vorne ein Standmikrofon. Wir freuen uns darüber. Guten Abend, Michael Voss mein Name. Ich habe eine Frage. Wenn ich die Sendung gesehen habe, um die es hier ging, dann fühle ich mich selber als einer dieser bösen Christen, die so gemein sind, weil ich in solchen Gemeinden Mitglied war und bin. Wenn ich mitkriege, was ich dort erlebe, dann fühle ich was ganz anderes, als berichtet wurde. Wenn ich mitbekomme, was über uns Christen erzählt wird, wir sind radikal und das ist böse, ich würde mich nie als radikal bezeichnen, aber wenn man das Wort radikal mal auseinandernimmt, radis aus dem Lateinischen heißt Wurzel. Das heißt nichts anderes, als dass diese Leute an den Wurzeln sind. Und wenn man dann weiter guckt, ist das Problem, glaube ich, dass wir als diese Christen uns sehr nach der Bibel richten. Und das ist unser Problem. Die Bibel ist in vielen Sachen, und hier sind sehr viele Pastoren unter uns, sehr alt hergebracht und sie bringt Probleme mit sich. Und heute kann man entscheiden, entweder man sagt, man kümmert sich nicht um die Bibel, sondern man sagt, Jesus war ja für alles offen, also bin ich auch für alles offen und brauche die Bibel nicht mehr zu respektieren. Oder man sagt, ich muss diese Bibel in das Heute rüber transportieren, weil die Bibel ja eigentlich als das Buch, so ist es uns in der Bibel gesagt worden, ein lebendiges Buch ist, was in jede Zeit reinpasst. Gott kennt keine Zeit. Die Bibel selber sagt, für Gott ist eine Sekunde sowas wie ein Jahr und andersherum. Das heißt, diese Bibel lässt sich eigentlich transportieren. Und deswegen ist für mich so die Frage und auch der Diskussionspunkt, warum müssen wir uns als Christen, warum sollen wir uns als Christen immer weiter von der Bibel entfernen? Ist es nicht als Christ unsere Aufgabe, diese Bibel heute umzusetzen? Und wenn ich diese Aufgabe habe, dann muss ich auch mit den Schwierigkeiten klarkommen, dass die Bibel einiges vorgibt, dass wir da tatsächlich Vorgaben als Christ haben, an denen wir nicht vorbeikommen. Und ich hatte auch heute in der Diskussion so ein bisschen den Eindruck, als sei es inzwischen modern, diese Vorgaben nicht mehr zu haben. Und als würde man fragen, weswegen seid ihr Christen denn so komisch, eng und beschränkt und habt diese Vorgaben? Dann sage ich, wer die nicht haben will, der wird Schwierigkeiten haben, Christ zu sein, weil mit der Bibel müssen wir irgendwie auskommen. So ist es. Also, weil ich jetzt sozusagen die Gegenposition hier wahrscheinlich am profiliertesten vertreten kann. Wir sollen die Bibel ernst nehmen und wir müssen sie verstehen.
Es gibt in der Bibel im Alten Testament ein Gebot, dass Eltern ihre Kinder, wenn sie ungehorsam sind, ihre Söhne, die Töchter spielen keine Rolle, ihre Söhne, wenn sie ungehorsam sind, bei den Ältesten anzeigen sollen und dann sollen sie sie gemeinsam, wenn sie sich nicht sozusagen bessern, verbrennen. Und ich kenne sowas durchaus aus Ideologien, dass da Kinder ihre Eltern und Eltern ihre Kinder verraten. Ich halte das für nicht christlich und ich glaube nicht, dass der Gott Jesu Christi das gefordert hat. Da ist noch ein anderes Gebot, weil das so lustig ist. In Blick auf Homosexualität, die als Begriff in der Bibel natürlich nicht vorkommt, und auf diese Partnerschaftsform, wie wir sie heute kennen, verantwortliche Partnerschaft zwischen zwei Männern und zwei Frauen, das kommt in der Bibel nicht vor. Da gibt es ganz andere Vorstellungen. Das war damals so gar nicht denkbar. Nicht mal im Griechenland, wo ja viel möglich war. Im Neuen Testament steht, wenn dein Auge dich zur Sünde verführt, dann reiß es aus. Und es reicht schon, wenn man mal einer Frau oder einem Mann auf den Hintern guckt. Da steht nicht, das habe ich jetzt nicht so gemeint, sondern wortwörtlich steht er da, tu das. Und an der Stelle sind alle Christinnen und Christen, die die Bibel überall wörtlich nehmen, wenn es um andere geht, sehr entspannt. Mhm. Ich habe noch niemanden gesehen in evangelikal-charismatischen Kreisen, der nur noch eine Hand hat oder gar keine mehr oder kein Auge mehr. Und ich weiß genau, dass ich, wenn ich sozusagen dieses Wort wortwörtlich nehme, so wie es da steht, ohne Interpretation, dass ich blind und wahrscheinlich auch ohne Füße noch durch die Gegend rennen würde. Wir sind in diesem Sinne Jesu alle sozusagen der Barmherzigkeit bedürftig. An der Stelle interpretieren alle. Ich habe noch niemanden gesehen, der dieses Wort ernst nimmt und sich das Auge ausgerissen hat. Es gibt einen Theologen der alten Kirche, der hat sich selbst kastriert, in Befolgung des Wortes, manche verschneiden sich um des Himmelreichs willen. Der ist dafür sehr kritisiert worden von seinen Kollegen. Aber dieses Wort, da sind wir alle entspannt. Das hat Jesus nicht so gemeint. Der Leib ist ja ein Tempel, den wir nicht schänden dürfen. Da finden wir alle Interpretationen. Und das ist genau das, was Jesus den Pharisäern vorgeworfen hat. Und wie ist es mit dem Wort? Also reagieren Sie gerne mal darauf. Wir müssen es verstehen, was da gesagt wird. Und wir müssen mit diesem Buch umgehen. Wenn es lebendig ist, dann müssen wir es heute verstehen. Nun ist es ja auch so, Herr Voss, wenn Opfer vorkommen und die kommen vor und man kann nicht sagen, ist doch alles in Ordnung, ich erlebe das nicht. Das ist in der katholischen Kirche übrigens auch so gewesen. Auch wenn es nicht ein Vergleich ist und doch. Ja, wir sind ja Geschwister. Und Missbrauch ist Missbrauch. Nun kam da körperlicher Missbrauch vor. Auch da hat man reagiert mit, habe ich nie gesehen, habe ich nie erlebt. Ich lebe ein ganz intensives Christsein, das haben Sie auch ehrlich gemeint. Aber es kam vor. Und man kann nicht sagen, dass es eine neue Tendenz dieser Zeit ist, alles zu kritisieren. Sondern es geht darum, was wir als Christen verbreiten, wenn wir das öffentlich leben. Und die Christen wollen ja besonders öffentlich sein im Moment. Sie wollen eben nicht in ihrem Kämmerlein sein, sondern sagen, wir wollen Einfluss nehmen auf die Gesellschaft. Wir möchten die Leute anziehen, indem wir besser Musik machen, besser Sport machen und sehr gut uns anpassen, auch im gewissen Maße assimilieren, um die Mission zu verkünden. Das kommt schon auch vor. Und das muss man thematisieren, weil es sonst nicht thematisiert wird. Wann denn? Ja. Oder in welcher Gemeinde wird es denn thematisiert? Da würde ich mir einen Teil widersprechen. Denn erst einmal kommt das vor als Kritik in den Gesellschaften. Und ich finde, Kritik muss immer erst vor Ort vorkommen. Mhm. Wo das nicht möglich ist, ist es Missbrauch und muss höher angehängt werden. Aber Sie haben das Beispiel der katholischen Kirche oder der Pfarrer und des Missbrauchs angesprochen. Es wird in der Gesellschaft nicht aufgeklärt, dass immer noch weniger Pfarrer Missbrauch betreiben als durchschnittsandere Erzieher männlicher Art in unserer Gesellschaft. Der Eindruck in der Gesellschaft durch das Aufklären ist, dass das 10% aller Pfarrer sind. Das ist jetzt meine Wahrnehmung, wenn ich Leute darüber reden höre. Ja, ist auch subjektiv. Und genauso ist es ein Stück weit mit diesem Film. Mhm. Aber ich würde gerne, da habe ich einen Bezug zu, was die Bibel angeht, als Pfarrer oder als Pastor vorher, aber jetzt als Gesetzgeber, als im Parlament sitzend. Ja, Sie sitzen ja in der CDU. Ich sitze im Deutschen Bundestag. Wir sind dafür bekannt, dass wir Gesetze machen, hoffentlich bestmöglich. In Abstimmung mit 82 Millionen Menschen und vielen Gruppen. Mhm. Und sehr oft ist das Gesetz mit bestem Wissen und Gewissen gemacht. Ich kriege ja mit, wie wir daran versuchen zu schleifen. Und dann hat man seine Handicaps dabei. Und sehr oft höre ich, das ist doch vollkommen neben der Realität vorbei. Ja, das ist es manchmal. Aber wir müssen danach fragen, was ist denn der Geist des Gesetzes mit dem, das da angestrebt worden ist? Und so höre ich auch gerade meinen Kollegen. Wenn wir die Bibel lesen, wenn wir dahin durchscannen, Jesus selber sagt, der Buchstabe tötet. Wenn ich ein Wort da herausgreife, dann kann das ein Schwert sein, was andere vernichtet, weil sie über diese Klippe nicht springen können. Und ich glaube einfach, da müssen wir hingehen und den Geist des Gesetzes, des Neuen Testamentes, das Gesetz ist ja schon ein bisschen zurückgestellt zumindest worden durch Neues Testament, ist nicht aufgelöst, ist mir bewusst,
Aber der Geist des Gesetzes ist dieser Geist dieses Jesus. Und da wünschte ich mir dann aber auch Berichte, wie jetzt manchmal Christen in Nordkorea oder in Nordnigeria, da war ich vor 14 Tagen als Menschenrechtler, wie die da zum Schafott marschieren. Mit welchem Frieden, nicht mit aufgesetztem, ach, ist alles friedlich, ist alles kein Problem mit diesen Gegnern, sondern die lassen sich dort einfach die Kehle durchschneiden. Und die Art und Weise, wie der Nächste dahin marschiert, ich konnte das mit eigenen Augen sehen. Ich bin froh, dass es nicht in den Medien landet, weil das würde so viel Angst auslösen, was nicht angemessen ist. Aber wir müssen darum wissen, dass Christen auch Stärke dadurch kriegen, dass sie so eine Beziehung mit diesem Gott haben. Und aufgefangen sind in lebendigen und guten Gemeinden. Ich würde gerne noch das Publikum zu Wort kommen lassen. Herr Voss, Sie möchten gerne noch was dazu sagen. Sie hatten mich sogar gefragt, ob ich noch was sagen könnte. Genau. Ich möchte, ja, weil Sie hatten als Moderatorin jetzt einen ganz neuen Punkt eingeschmissen. Ich komme aber noch mal gerne zur Bibel zurück. Ja, in der Tat, die Bibel besteht, das haben Sie jetzt gerade sehr schön gesagt, aus zwei Büchern, aus dem Alten und Neuen Testament. Soweit ich weiß, das mit dem Stock und Stab kommt aus dem Alten Testament. Das Neue Testament ist ja das, was uns als Christen sehr wertvoll ist, weil da kommt ja erst Christus zu uns. Das Alte Testament ist ja das, was auch zum Beispiel für die Juden heute noch gilt. Die haben das Neue Testament ja leider nicht kennengelernt, wie wir als Christen es kennengelernt haben. Und ich denke, das muss man sehen. Es widerspricht sich ja teilweise das Alte mit dem Neuen Testament. Auch das muss man sehen. Bibelkritiker zum Beispiel sagen, euer Buch ist in sich unschlüssig, weil es sich widerspricht. Ich würde jetzt auch mit dem Kopf schütteln. Es widerspricht sich nicht. Wir haben sehr viele Verbindungen vom Alten Testament, die ins Neue gehen. Überhaupt die Prophetie, dass es irgendwann einen Jesus Christus geben wird, einen Messias, kommt ja aus dem Alten Testament. Aber es ist eine Wandlung, wie Gott mit den Menschen umgeht. Wenn wir sehen, wie er mit dem Volk Israel umgeht im Alten Testament, ist das eine sehr kriegerische Handlung, wo er dieses Volk immer wieder bestraft, wenn es mal von Gott abgekommen ist. Wenn wir sehen, wie Jesus, der dann als Gottes Sohn auf die Welt gekommen ist, mit uns umgeht, ist es eine Religion der Liebe. Und wir bezeichnen uns ja als Christen, benannt nach diesem Jesus. Das heißt, ich will jetzt nicht sagen, Altes Testament hat abgewirtschaftet. Nein, das gehört dazu. Da sind auch sehr gute Sprüche. Und genau so, denke ich, muss man diese Bibel sehen. Jesus hat vieles revolutioniert. Er ist ein Revolutionär im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat vieles, was im Alten Testament sehr streng war, in ein anderes Licht gepackt. Das sehe ich auch. Aber Sie sagten vorhin, in der Bibel gibt es das Wort Homosexuelle nicht. Gibt es nicht. Aber in der Bibel gibt es sehr viele Stellen, sehr klare Stellen, die viel klarer sind als viele andere, die sagen, wenn ein Mann mit einem Mann schläft, ist das ein Greuel. Ich will jetzt nichts gegen Homosexuelle sagen. Ich habe sehr viel. Nein, ich habe jetzt nur die. Pardon, ich habe nur die Bibel zitiert. Ich habe diese Bibel zitiert. Ich würde das gerne zu Ende reden, weil an dieser Stelle, genau, wird den Leuten immer vorgeworfen, sie seien Rassisten oder sie seien gegen Homosexuelle. Nein, das muss jeder selber für sich, wenn er homosexuell ist, erstmal selber bewegen. Er muss mit Gott klarkommen. Ich nicht. Ich akzeptiere ihn als Menschen. Und ich arbeite mit Menschen zusammen, die homosexuell sind. Und ich habe auch in meinem Freundeskreis welche, die homosexuell sind. Das heißt aber für mich nicht, dass ich diesen Satz aus der Bibel streiche. Und dieser Satz kommt in seiner Klarheit dreimal mindestens vor. Das heißt, vor Leuten zu sagen, die die Bibel nicht genau kennen, dass das Wort Homosexualität nicht vorkommt, stimmt, weil es steht nicht drin. Aber das Problem wird sehr genau und nicht deutungsfähig, sondern sehr genau geschildert. Also das Problem, das steht ganz klar drin. Wir müssen ein bisschen klarer reden. Ja, das steht genau dort, wo es steht. Darf ich das sagen? Dann sagen, oder wollen Sie es als Fahrer zitieren? Herr Voss, einen Moment bitte. Es steht im zweiten Buch Mose und im. Wir müssen es erklären, weil wir keine Sendung für Christen machen hier an erster Stelle. Bitte erklären Sie. Also wenn ein Pastor das zitieren kann, ist es noch besser, weil der ist besser drin in der Bibel als ich. Also es steht an zwei Stellen im Buch Levitikus und dann einer im Deuteronomium, also im zweiten Buch und im fünften Buch Mose. Levitikus war jetzt falsch. Also zweiten Buch Mose und fünften Buch Mose. Dort steht, es ist ein Gräuel, wenn ein Mann bei einem Manne liegt wie bei einer Frau. Genau. So. Diese Stelle meinte ich. Ja, aber das ist Problem, genauso wie mit diesem Stock und Stein. Es steht im Alten Testament, im Römerbrief steht, wenn ein Mann den Verkehr mit seiner Frau verlässt oder eine Frau den mit ihrem Mann. So, jetzt können wir mal wörtlich nehmen.
Ich wollte nur, darf ich das vielleicht zu Ende bringen und dann gehe ich hier auch wieder weg. Sie sind auf der Bühne, aber es wurde nach dem Publikum gefragt. Sie hatten vorhin gesagt, es steht nicht in der Bibel. Ich wollte ja nur sagen, es steht schon drin. Und jetzt muss geklärt werden, wie man damit umgeht. Man kann sagen, ich vergesse das, weil Jesus liebt alle. Das tut er, weil vor Jesus sind alle Menschen gleich, auch Homosexuelle. Jesus war derjenige, der zu einer Prostituierten gegangen ist, um sie zu versuchen zu überzeugen, dass es vielleicht nicht der richtige Weg ist. Aber wir können nicht leugnen, dass Sachen in der Bibel stehen, die wir jetzt inzwischen einfach wegstreiten. Nur das wollte ich sagen. Wir lassen bitte noch den nächsten Gast zu Wort kommen. Ja, guten Abend, mein Name ist Thorsten Hartung. Guten Abend. Und ich würde gerne auf das Thema zurückkommen. Es ging um Mission. Wie können wir missionieren? Und für meine eigenen Erfahrungen hat sich einfach festgestellt, dass die Wahrhaftigkeit meines Glaubens sich nicht darin manifestiert, was ich darlege und was für alle zur Verfügung steht, nämlich das Evangelium, sondern indem ich da, wo Gott mich hingestellt hat, ganz einfach diese Botschaft der Liebe lebe und damit in mein Gegenüber eine Frage impliziere und er nach einer Antwort sucht und die ich ihm dann natürlich erreichen kann. Die Antwort heißt Jesus, der Christus. Das zweite war gewesen, dass Sie über die Radikalität der Nachfolge Jesu Christi gesprochen haben. Und das ist sie wahrlich, an der Wurzel. Petrus wird aufgefordert, alles zu verlassen, alles loszulassen und Jesus nachzufolgen. Und ich kann aus eigenen Lebenserfahrungen sprechen. Ich habe 20 Jahre im Knast gesessen und Gott hat mich dann gerufen. Und das heißt wirklich alles zurücklassen und ein neues Leben anfangen mit Jesus. Der dritte Punkt, der mir aufgefallen ist, dass Sie über diese charismatischen Gottesdienst und Gemeinden gesprochen haben. Ich denke mir, wenn wir es nicht an einen Menschen festmachen, sondern eine tatsächliche Beziehung zu Jesus Christus aufbauen, weil er der Mittelpunkt ist und nicht der Mensch, dann wird es auch gelingen. Absolut, ja. Ich bin sehr dankbar für den Beitrag, aber der vorige Beitrag hat für mich jetzt noch eine Frage offen gelassen. Die Botschaft, die gute Nachricht von Jesus ist ja die Nachricht, dass uns unsere Sünden vergeben sind, ja, und dass wir, als wenn wir Christ werden wollen, dass wir diese Sündenvergebung für uns persönlich annehmen dürfen. Und das ist, da sehe ich in Deutschland, insbesondere in Sachsen, sehe ich da eben dieses Problem, dass keinerlei Sündenerkenntnis da ist, weil die Werte, die eigentlich das Christsein hervorbringt, die werden verdeckt durch Kritik. Es ist einfach schicker, über Homosexualität zu sprechen, das betrifft 2% der Bevölkerung, als über die Tatsache, dass ich als Christ die Möglichkeit habe, Sünden vergeben zu bekommen und dadurch auch, indem ich frei werde, vielleicht auch einen neuen Blick auf die Situation bekomme. Und das ist doch das Wichtige. Und das ärgert mich immer an solchen Sendungen, weil anstatt über sowas zu reden, ist es eben doch offensichtlich in Deutschland interessanter, sich eben solche Reizthemen vorzunehmen. Und da sind wir bei dieser generellen Entwicklung. Deutschland ist ja so tolerant, ja. Es ist alles erlaubt und was wir überhaupt nicht dürfen, das ist irgendeine Volksgruppe und wenn sie aus sonst woher kommt, irgendwie zu reglementieren. Ja? Aber was wollen wir Deutschen eigentlich? Haben wir überhaupt noch einen Willen? Gibt es überhaupt noch Regeln? Gibt es überhaupt noch Werte? Und das ist doch das Problem. Ich denke, dass wir uns selber, und das überspitze ich gerne mal, dass wir uns selber vernichten. Und der Mensch braucht Regeln. Ich habe jetzt im Fernsehen von einem Astronauten gesehen, der kurz mal da oben war, ein halbes Jahr. Der hat da runtergeguckt auf den blauen Planeten. Da war alles schwarz. Der Mensch macht sich selbst kaputt. Er zerstört die Umwelt und irgendwann haben wir ganz andere Probleme. Aber wir verzichten ja eben, weil wir so tolerant sein wollen, verzichten wir auf jegliche Werte, jegliche Normen. Das ist das Problem. Ich möchte mal auf eine Frage zurückkommen, die ich am Anfang gestellt habe. Brauchen wir ein neues Leiterschaftsverständnis? Wir brauchen den christlichen Glauben, der Werte vermittelt. Ich glaube, das Leitungsverständnis würde ich für mich beantworten. Mir gefällt dieses Wort primus inter pares, also der Erste soll der Diener von allen sein. Also wir brauchen schon Leiter,
diese Art von Jesus, der hat den Leuten die Füße gewaschen, als Vorbild leben. Ja, das ist für mich eigentlich klar. Aber was für mich nicht klar ist, ist, ob es nun ein guter Leiter ist oder ein schlechter Leiter, ist mir in dem Moment sogar wurscht, wenn er soll das Evangelium verkünden und soll in Deutschland letzten Endes dadurch in die Gesellschaft mit Werten hineinwirken, dass mal wieder eine Orientierung gibt. Hier gibt es keine Orientierung mehr in Deutschland. Was sagen Sie, Frank? Ja, zwei Sachen. Das eine ist, dass wieder Homosexualität steht im Alten Testament, was unter dem Vorbehalt steht, den Sie ja genannt haben. Und das Wort von Auge und Hand steht im Neuen Testament deutungsfrei und es wird nicht gemacht, auch von Ihnen wahrscheinlich nicht, dass man mal so zu diesen Gedanken. Der zweite Gedanke, das Christentum kennt keine Werte, sondern nur Würde. Werte sind verhandelbar, Würde nicht. Jesus kennt nur Würde. Er begegnet einem Menschen in seiner Würde. Wunderbare Geschichte, Zachäus, ein Sündenlümmel, wie man ihn sich wünscht. Und Jesus hält bei ihm an, der kommt vom Baum runter und Jesus sagt, ich muss mit dir Abendbrot essen. Und was passiert dann? Hält Jesus eine ordentliche Bußpredigt? Nein. Der begegnet diesem Menschen als Zachäus und nicht als Zöllner. Weil er die Würde des Menschen sieht. Und was passiert? Aus diesem asozialen Menschen wird ein sozialer Mensch. Er wird in die Gemeinschaft. Warum brauchen wir Gemeinschaft? Wir brauchen einander. Ein sozialer Mensch. Das ist Christentum. Und deshalb finde ich das, was jetzt gerade von Ihnen gesagt worden ist, wunderbar. Woran sind die Christen oder was hat das Christentum in der Antike attraktiv gemacht? Sie haben sich umbringen lassen? Ohne Hass? Das war nicht so nachstrebenswert. Aber sie waren diakonisch. Sie haben auch den Fremden etwas zu essen gegeben. Und das hat die Antike beeindruckt. Da gab es nämlich keine sozialen Netze. Und so könnten wir als Christen auftreten. Das wäre sehr attraktiv, dann würde man vielleicht auch anders von uns reden. So treten ja auch oft Nicht-Christen auf, auch mit Wertekanons. Wunderbar. Ganz klar. Absolut. Was unterscheidet uns? Was unterscheidet uns? Es ist möglicherweise dieses Abfärben dessen, was dieser Jesus uns vorgelebt hat, wenn wir diesen Spirit aufnehmen, um nochmal dieses Wort zu gebrauchen, diesen Geist des Wortes. Und dann braucht es ein Stück Offenbarung, es muss Klick machen. Also es muss irgendwo ankommen. Man kann den Glauben nicht einfach nachmachen. Das haben wir vielleicht zu viele Jahrhunderte versucht. Mit Wie macht Kritik, es denn Klick bei den Menschen? Sich damit auseinanderzusetzen, ehrliche Fragen zu stellen. Gott, ich weiß nicht mal, ob mein Gebet jetzt gerade bei dir ankommt, aber wenn es dich gibt, dann zeig dich auf eine Sprache, wie ich dich verstehe. Und das kann sein, dass das in einer Gemeinde ist, wie bei Ihnen zu Hause in Stuttgart. Das kann was sein in einer Gemeinde wie die Heilsarmee, wo man mit Kirchenleuten sich gegenseitig riecht. Oder es kann jemand sein, der in der lutherischen oder in der katholischen Kirche ist. Das ist bereichernd. Weil Gott nämlich da überhaupt keinen Unterschied zu macht. Absolut. Sagen Sie noch ein letztes Wort bitte dazu, Herr Wittchen. Genau. Ja, das ist auch die Richtung, die ich eigentlich sehe, dass wir nicht so sehr darauf schauen sollten, was trennt uns oder was sind die Unterschiede, was ist das, sollen wir alle eins werden oder sollen wir alle gleich werden? Ich denke, das wäre der falsche Weg. Ich denke, es ist wichtig, auch missionarisch stark zu werden, wenn wir für jede Bevölkerungsgruppe ein Angebot haben, wenn wir für die Studenten ein Angebot haben, für Leute, die vielleicht eher über den Intellekten Zugang zu Gott haben, dann, dass wir ein Angebot haben für die Armen, dass sie sich angenommen fühlen, dass sie vorne stehen und nicht hinten hinter den Schlipsträgern, dass wir für die Menschen ein Angebot haben, die über Emotionen Gott einen Zugang zu Gott haben. Und ich denke, wenn wir da alle unseren Job machen und wenn wir da alle auch ein Leiterschaftsverständnis haben, um Ihre Frage nochmal aufzunehmen, ein Leiterschaftsverständnis haben, was nicht vom Herrschen herkommt, sondern vom Dienen her. Und da gibt es ganz klare Vorgaben in der Bibel. Und daran ich denke, misst sich auch der Wert einer Gemeinde, dass es tatsächlich vom Dienen herkommt. Und wenn wir das schaffen, ich denke, dann kommen wir alle weiter und dann sind wir auch dann sind wir ein Land, was missionarisch ganz schön stark werden wird. Ja? Das Evangelium ist ja ein Evangelium der Freiheit. Das heißt also auch die Freisetzung von Angst. Und es gibt ein Wort von Edmund Burke. Er sagt, keine Emotion beraubt den Geist so vollständig von seiner Möglichkeit zu handeln und zu denken wie die Angst. Das heißt also dann, wenn ich Angst verspüre, muss ich aus diesem System raus. Irgendetwas stimmt nicht. Und ich wünsche Ihnen diesen Mut, da rauszutreten in eine eigene Mündigkeit, in eine eigene Freiheit. Ob Sie der Freiheit der Welt oder sich selbst oder Gott gegenüber meinen, das ist Ihnen überlassen. Und dass Sie genau hinschauen, das wünsche ich Ihnen. Wir bedanken uns bei den Podiumsgästen und bei Martin und Martha May und auch bei den Zuschauern hier im Saal. Vielen Dank, einen schönen Abend.
Ich stehe hier, singe voll Vorkunft für den König, mein Herr. Königlicher Glanz bezeugt deine Herrschaft, deine Macht. Dein Thron steht in Ewigkeit. Herr, lass du meine Zunge sein wie ein Stift in deiner Hand. Mein König, nie sei dein Name vergessen. Mein König, solange ich bin, will ich wählen deinen Ruhm. Gürte dich mit deinem unser großer Herbst, so viel Herrlichkeit und Licht. Für die Wahrheit siehst du aus, kämpfst in sanft Recht und alles, was du tust, gelingt. Herr, lass du meine Zunge sein wie ein Stift in meiner Hand, deiner Hand. Mein König, mein König, solange